Hallo wieder in unserem Träum weiter Talk. Mein Name ist Peter Alexander und unser heutiger Gast ist die Ute Karin Höllriegel. Die Ute Karin ist analytische Psychologin und Traumforscherin und beschäftigt sich seit über 30 Jahren sehr intensiv mit Träumen. Und nicht nur mit ihren eigenen, sondern in ihren Traumseminaren auch sehr intensiv mit den Träumen anderer Menschen. Liebe Ute Karin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung und danke euch beiden, dass ihr uns begleitet. Wir in unserem Projekt Träum weiter beschäftigen uns sehr viel mit den Wünschen, mit den Sehnsüchten, mit den Zielen der Menschen im Leben, also sehr stark um die Wachwirklichkeit. Und ich finde es ganz, ganz schön, diese Traumwirklichkeit als Inspiration ins Leben zu lassen, Einkehr zu geben, weil es uns zeigt, dass wir die Grenzen über Bord werfen können und dass grundsätzlich einmal alles möglich ist, wenn wir es uns denken trauen. Inwiefern gehören die beiden zusammen oder kann man das überhaupt trennen? Ja, ich finde das eine sehr sinnvolle Frage, denn ich denke, Wünsche, Sehnsüchte, Illusionen, das ist eine Ebene der Tagträume, die wir uns gönnen dürfen, an denen wir uns freuen dürfen. Zum Beispiel eine Reise, ich werde einmal dorthin fahren, auch wenn wir sie nicht unbedingt verwirklichen können. Indem ich mich an den Träumen freue, an den Fantasien, sind sie schon in einer gewissen Wirklichkeit. Mhm. Aber es ist ganz wesentlich zu unterscheiden, diese Wirklichkeit auch in die Welt umzusetzen, also sie realisieren zu können. Und das bedarf einer anderen Ebene. Und zwar sagen wir, du sagst, eine Sehnsucht, nicht? Ich möchte ein kleines Beispiel aus meinem Leben sagen. Mit 15 wollte ich unbedingt Schriftstellerin werden. Und das war eine ganz tiefe Sehnsucht, aber mehr damals auch nicht. Und ich musste ein ganzes Leben leben, bis ich einen großen Traum hatte mit der Ingeborg Bachmann, die gesagt hat, und jetzt ist es Zeit zu schreiben. Also da war schon eine Sehnsucht da, und die aber ein Leben gebraucht hat, die Reife durch ein Leben hindurch, bis diese Zeit, diese Sehnsucht durch einen Nachttraum wirklich sich umsetzen konnte in die Welt. Und das war dann noch eine sehr intensive Arbeit. Du hast ja eigentlich dann Rechtswissenschaften studiert und auch relativ lange als Juristin gearbeitet, ja. Und hast einmal erwähnt, das war so dein Beruf oder vielmehr dein Job. Aber deine wahre Berufung hast du dann eigentlich in der Psychologie und in der Traumforschung gefunden. Wann hast du das erkannt? Ja, ich finde das ein wunderbares Beispiel, obwohl ich nicht so viel von mir persönlich sprechen will. Aber ich versuche es ja immer auf eine allgemeine Ebene zu lenken. Ich war als Kind von zwei ganz starken Gefühlen beseelt. Das eine war eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und das andere war, dass mir schon als Kind die Augen für das Leiden der Welt geöffnet waren, obwohl ich relativ in einer geborgenen Umwelt damals aufwachsen durfte. Und dieser Traum, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach menschlichem Mitgefühl für das Leid der Welt, habe ich mir gedacht, na, da werde ich Juristin. Da kann ich mich richtig einsetzen für diese beiden Dinge. Als Juristin habe ich dann erkannt, dass die Sehnsucht, die mich als Kind erfüllt hat, dieser Kindheitstraum, nicht die Sehnsucht war, die ich als Juristin erfüllen konnte. Da bekommt ja nicht immer der unbedingt Recht, der individuell eigentlich das Gefühl hat, er ist im Recht, sondern da spielen sehr viel kollektive, allgemeine Gesetze eine Rolle mit und das Individuelle. Und ich habe so diese Sehnsucht gehabt, dass der verletzte Mensch, der verwundete Mensch im Leben auch ein Gefühl erleben darf, du bist auch angenommen mit all dem Schönen und Schrecklichen in deinem Leben. Und diese Ebene habe ich eigentlich gesucht.
und bin dann als Juristin 3 Jahre ins Gefängnis arbeiten gegangen und habe mit diesen zutiefst in der Kindheit verwundeten Menschen, die dann mit den juristischen Gesetzen in Konflikt kamen, gearbeitet. Und es ist eine wunderbare Erfahrung gewesen, weil sie sind alle aus diesem Kreislauf herausgekommen. Mhm. Nur ich habe das damals ganz alleine neben der Arbeit, Familie, auf die Beine gestellt. Und ich konnte das nicht mehr alleine tragen. Und damals war die Justiz noch nicht so weit. Heute würden sie mich mit Handkuss nehmen, wenn ich sage, ich komme zu euch arbeiten. Und dann habe ich eben andere Ziele, also habe mein Studium weiterverfolgt und habe das dann beendet. Und jetzt, wie ich als Analytikerin begonnen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, jetzt bin ich an dem Platz, wo ich eigentlich schon als Kind diese Sehnsucht da war, dass ich die Menschen verbinden darf mit ihrem tiefsten Urgrund, den wir alle in uns tragen. Du bist geliebt, du bist angenommen, auch in deinem Scheitern. Das Wesentliche ist nur, und das dürfen wir nicht vergessen, wir haben einen Weg zu gehen. Und dieses Angenommensein heißt nicht, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern wir sind gefragt, aber meine erste Analysestunde war, da hat meine Analytikerin gesagt, schauen Sie, es gibt ein Leisen im Kreis oder es gibt eine Anstrengung nach vorwärts. Und ich glaube, dieser Entscheid im Leben, also ohne, ich sage immer, dran zu bleiben an den Dingen, können sich weder unsere Tagträume noch unsere Nachtträume verwirklichen. Mhm. Und diese Sehnsucht haben wir aber, wir wollen sie in die Welt bringen. Mhm. Und du hast jetzt auch den Prozess so schön erzählt und du schreibst in deinem Buch auch so wunderbar, man darf ja auch in seine Aufgabe, in seinen Traum, vielleicht auch in seinen Sinn des Lebens hineinreifen. Also es ist ja ein Prozess, aber in meiner Generation und noch mehr bei den Kindern und Jugendlichen von heute merke ich, dass die Zeit so schnell geworden ist und die Kinder und Jugendlichen oft einen Stress kriegen, wenn sie noch nicht jetzt wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Aber dafür darf man sich ja Zeit nehmen, oder? Ja, das ist ja ganz wesentlich. Und zwar, ich glaube, es gibt einige Gedankenfehler. Wann die sich so eingeschlichen haben, weiß ich nicht. Der eine ist, unsere Welt müsste schon vollkommen sein. Unsere Welt ist schön und schrecklich, wie sie sich uns präsentiert. Und wir haben die Aufgabe, sie mitzuschöpfen in die Humanität und die Gerechtigkeit und das Mitgefühl mit unserem Leben, in unserer Umgebung mitzuschöpfen. Und aus dem entsteht dann nicht eine Verzweiflung und Depression, sondern eigentlich eine Aktivität mit den eigenen Gaben. Mhm. Weil wenn ich immer die Welt sehe und denke, na, das hat alles keinen Sinn, was ich mache, das stimmt nicht. Jeder Einzelne ist wesentlich und jeder Einzelne ist gefragt in seiner Gabe und in seiner Begabung. Was war jetzt noch? Ah ja, und das zweite Wesentliche, wo wir daran leiden, ist, wir verstehen das Leben nicht als ein lebenslanges Reifen und einen lebenslangen Weg, auch Vertrauende zu werden, Liebende zu werden, Dankbare zu werden, Versöhnende zu werden. Das ist ein Reifeprozess. Das Wesentliche ist nur, dass wir irgendwann in den Weg einsteigen. Es gibt ja schon einige Studien und die schon seit längerem, dass Träumen nicht nur schön ist, sondern auch lebensnotwendig. Also Menschen, die nicht schlafen und somit auch nicht träumen, die verfallen in ganz arge Depressionen auch. Warum ist es aber nicht nur lebensnotwendig, sondern macht es auch Sinn, sich wirklich mit seinen Nachträumen, also mit der Traumwirklichkeit zu beschäftigen und diese Träume ernst zu nehmen? Also das, was dann nachts in unserem Unbewussten passiert, auch wirklich genau hinzuschauen und in unser Bewusstsein zu lassen. Also ich werde mich bemühen, es kurz und klar auszudrücken. Das löst so viele Ideen in mir aus. Ich glaube, wir müssen ganz einfach auf die ganz einfache Frage zurückgehen, der Mensch. Was ist der Sinn des Lebens
und was führt uns als Mensch über unsere Tiernatur hinaus? Und das, wo, glaube ich, einige Große sich einig sind, ist eines die Sinnfrage und die Reflexion und die Wandlung. Also diese drei Dinge machen uns eigentlich zu Menschen. Wir sind mit einem Weg Begabte zu reifen zwischen einem irdischen und einem spirituellen Ursprung. Mit Freud brutal gesagt ist es mit einer destruktiven Seite und er nennt es die andere Seite den Lusttrieb, Jung nennt ihn Schatten und schöpferisch werden, schöpferisch sein. Und weil wir für diesen Weg Begabte sind und der uns in die Sinnerfahrung überhaupt erst hineinführt, werden wir am Ende mit beinahe 80 erst sagen können, mein Leben ist erfüllt. Mhm. Wenn wir in die Fülle unseres Menschseins zumindest hineingehorcht haben. Ich sage immer so schön die Schattenseiten an, aber nicht über irgendwas Böses, was man jetzt in ein Eck stellen soll oder verdrängen soll, sondern eben es wandeln, wie du es jetzt gesagt hast. Was verstehst du genau unter Schatten und wie gelingt es, den zu wandeln? Er fordert mich. Also unser Schatten, wie wir ihn alle kennen, ist einmal diese dunkle Seite, dieses Neid, Missgunst, Eifersucht, üble Nachrede, dem anderen einfach eins auswischen wollen, wie wir gerade in der Politik leider immer wieder erleben. Das ist einmal, das sind die Eigenschaften, so, wo wir sagen, das ist die böse Seite, oder? Aber es gibt auch eine andere Seite, die ich nicht böse finde und trotzdem ist sie unser Schatten. Und das ist Angst, Zweifel und Scham. Angst, Zweifel, Scham und Minderwertigkeit sind Schattenprozesse, die es verhindern, unsere Gabe, die jeder Einzelne zutiefst ganz individuell in sich trägt, zu verwirklichen. Dieses, was du wunderbar schreibst in dem Buch, und ich bin generell ein Fan von Wortspielen, aber gerade das hat so viel Sinn, dieses vom Alleinsein in das All-Eins-Sein, sich wandeln. Ja. Also dieser Übergang, wenn ich Menschen zum Beispiel, wenn sich eine Beziehung nicht so erfüllt, wie sie das erträumen, nicht? Dann sage ich, schauen wir jetzt einmal nach innen. Wo stehst du im Inneren? Und wenn wir diese Selbstständigkeit in uns schöpfen, die ja da ist, eben in dieser, ich sage immer, oder der Rilke sagt das so wunderbar, in einer goldenen Schale, in einer goldenen Honigwabe, wenn wir diese innere wirklich, dann ist das immer auch ein Stück, wo wir scheinbar das Gefühl haben, allein zu sein, weil wir nicht mehr genauso sind wie die anderen. Aber das ist ja nicht unser Bezugspunkt, sondern unser Bezugspunkt ist ja, selbstständig zu werden. Und worüber sprechen über Wege dieser inneren Selbstständigkeit. Das ist wichtig für uns zu wissen. Das ist die Kunst, es sind die Märchen, das sind die Mythen, die Naturgesetze, wie du gesagt hast, und die Religionen. Die sprechen über diesen ungeheuren, unsichtbaren Bereich und die machen ihn für uns sichtbar und erfahrbar. Jetzt nehmen wir zum Beispiel die Musik. Hanen Kur, den haben wir ja alle hier in Österreich gelernt, hat mich in so etwas so wunderbar bestätigt, dass er gesagt hat, es geht nicht um die Musik, die wir hören, sondern wozu sie uns verändert. Und das nehmen wir viel zu wenig wahr. Wer bin ich denn, wenn ich Musik höre? Und zumeist bin ich glücklicher, lebendiger, vertrauensvoller. Und dieses Gefühl dann auch, ich sage immer, zu uns nach Hause zu bringen,
ein bisschen zu verinnerlichen, das ist ganz wesentlich für diesen Übergang vom Alleinsein zum All-Eins-Sein, denn das All-Eins in uns ist da. Ihr schreibt ja in einem wunderbaren Buch, das du gemeinsam mit deiner Enkelin, mit der Julia, ja, geschrieben hast, auch so schön über den Spiegel. Und das ist vielleicht eine meiner größten Erkenntnisse der letzten Jahre, dass Menschen, vor allem in meinem Umfeld, und dabei sind wahrscheinlich meine Eltern meine größten Lehrmeister, als Spiegel fungieren. Und immer wenn mir etwas besonders aufregt, egal ob jetzt positiv oder negativ, aber auf jeden Fall beschäftigt, und ich glaube, ja, das ist jetzt Mama ihr Thema, ja, oder Papa ihr Thema, dann, ja, hat es eigentlich was mit mir zu tun. Ja, ja, wie, ja. Wie geht man mit so einem Spiegel am besten um? Ja. Wie nimmt man das wahr und wie verarbeitet man das dann? Ja, also ich bin sehr dankbar um diese Frage. Du musst mich dann vielleicht noch einmal auf die Essenz hinweisen, weil es mir etwas ermöglicht zu sagen, das mir sehr am Herzen liegt. Also die Ablösung von den Eltern und von den, also von den Eltern in unsere Selbstständigkeit, aber auch von den Werten und unserer ganzen Ahnengeschichte, ist ja für uns alle immer ein Thema. Und eine große Hilfe für die Ablösung von den Eltern ist, wir dürfen unsere Eltern lieben, die wir alle lieben, aber wir dürfen uns von gewissen Verhaltensweisen, die sie leben und gelebt haben, von Wertvorstellungen trennen. Und das ist eine große Hilfe, wenn ich sage, weil das, was so schwierig macht, jeder will seine Eltern lieben und soll sie doch ablehnen. Nein, er braucht die Eltern nicht ablehnen. Aber ein gewisses Verhalten, ein brutales Verhalten, das ein Kind erfahren hat, das darf sie mit einer ganz großen Bestimmtheit ablehnen, aber das fällt ihm viel leichter. Weil als Jugendanwältin habe ich erlebt, dass Kinder, selbst wenn sie geschlagen wurden, lieber noch einmal zu den Eltern, wo ja die ursprüngliche Liebe geborgen ist, zurück wollten als in irgendein Heim. Mhm. Nicht? Mhm. Und ich glaube, wenn wir schon einmal trennen, den Menschen, dann geht das viel leichter, weil wir gleich sehen, also diese Lebenseinstellung meines Vaters, die will ich nicht übernehmen und auch die meiner Mutter will ich nicht übernehmen, aber ich darf sie trotzdem als ganze Menschen und auch ihre guten Seiten sehen. Mhm. Tradieren heißt ja das Feuer herübernehmen. Das heißt, das Gute herübernehmen und am anderen arbeiten. Und du sagst ganz richtig, dass was mich am anderen besonders stört oder was ich an ihm bewundere, hat immer auch mit mir zu tun. Mhm. Entweder will es sich in mir verwandeln oder, wenn ich etwas bewundere, will es meistens integriert werden. Und da möchte ich noch auf etwas zurückkommen, falls wir nicht mehr drauf kommen, weil das eine ganz große Frage von vielen Menschen ist. Wie finde ich denn meine Gabe und was ist denn meine eigentlich Begabung? Und ich unterscheide die Begabung von der Gabe. Die Begabung tragen wir alle in uns zu einem Weg in der Verwandlung unserer Schattenseiten in die Lichtseiten und uns immer mehr in unsere Humanität, in unser Vertrauen, in das Versöhnungsbereite einzubetten, das ein Leben lang. Diese Begabung tragen wir alle in uns. Und wenn man das sagen darf, in unserer abendländischen Kultur, oh ja, das darf ich sagen, weil jetzt bald Weihnachten ist, symbolisiert sie sich rituell zwischen Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Mhm. Also Weihnachten ist die Freude, dass wir fähig sind, uns zu verwandeln, die ist ja mit 2017 Jahren erst in die Welt gekommen, dass wir fähig sind, uns zwischen diesen beiden Seiten zu wandeln. Vorher waren wir in der Geistesgeschichte gar nicht fähig dazu. Mhm. Und dann, was uns allen so schwer fällt, ist eben auch den Schmerz des Lebens, die Krankheit, das Scheitern genauso anzunehmen oder üben, es ist ja alles ein Übungsweg, üben anzunehmen wie das Schöne, aber auch auf das Schöne gleichzeitig hinzuschauen. Und jetzt die Gabe. Das ist ja das, was die Menschen noch viel mehr fragen und auch wenn sie früh suchen. Und ich würde
alle Menschen inspirieren, schon die ganz Jungen, die Gabe zu erkennen. Und die Gabe und die Begabung wird uns ja nicht von den Eltern in die Wiege gelegt, sondern die wird uns von einem großen Schöpfergeist der Welt in die Wiege gelegt. Und daher erkennen wir sie an unserer Begeisterung. Wenn der Geist sie uns in die Wiege legt, erkennen wir ihn an der Begeisterung. Und das ist so eine Hilfe für die Menschen. Und wann war denn etwas in meinem Leben da, schon als Kind, das mich begeistert hat und das verloren gegangen ist? Nicht? Und das Zweite ist die Freude. Wenn mir etwas Freude bereitet, dann ist dort eine Gabe. Denn letztlich ist ja unsere Sehnsucht im Leben von der du musst, du sollst, du hast die Verantwortung, du hast die Pflicht. Wie können wir die Dinge Freude machen und ich bleib trotzdem diszipliniert? Mhm. Oder? Also, das ist ein scheinbarer Widerspruch, aber das stimmt nicht. Mhm. Die Lebensfreude braucht auch Disziplin und eine ganz schwierige für uns alle ist das Maß. Denn wenn ich einfach dreimal zu viel esse, dann ist die Lebensfreude weg im Moment, oder? Und ich bin davon überzeugt, dass das überhaupt kein Widerspruch ist, sondern wenn du das machst, was dir Freude bereitet und du deiner Begeisterung folgst, dann machst du das ja sehr gern diszipliniert und konsequent und bleibst dran, weil am Ende ein Sinn steht. Ja, aber da würde ich dir sagen, das ist jetzt deine besondere Begabung, es so formulieren zu können. Es steht für viele Menschen in einem totalen Widerspruch, dass wenn mir etwas, zu dem ich begabt bin, Freude macht, dass ich da auch mit einer hohen Konsequenz dranbleiben muss. Mhm. Also da ist man schon sehr begabt, wenn man sieht. Wir können es ja ganz einfach bei den Künstlern sehen. Ein Pianist mit 4 Jahren kann er schon Klavier spielen oder mit 3. Aber das enthebt ihn nicht, täglich 6 Stunden zu üben, oder? Und ich glaube, was wir auch noch vielleicht hier erwähnen dürfen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir schon gebraucht haben. Wir haben genug Zeit. Dass das Leben selbst ein Kunstwerk ist, dass wir als Mensch ein Kunstwerk sind, das alle Gesetze braucht, die auch ein Kunstwerk braucht. Das schreibt Erich Fromm so wunderbar in der Kunst des Liebens. Die Liebe braucht Hinwendung, Disziplin, Ausdauer und Geduld. Und das ist ja unser Lebenswerk als Mensch, nicht? Wie bringen wir sie in die Welt? Liebe Ute Karin, wie schön. Damit möchte ich es jetzt abschließen. Das gibt mir sehr viel Kraft für dieses Projekt. Und wir machen ja das schon seit 1,5 Jahren. Und es fühlt sich so gut an. Und ich merke wirklich, dass da ganz viel Kraft und Sinn dahinter steckt. Also ich werde diszipliniert sein und definitiv dranbleiben, weil es mir Freude bereitet. Ja. Und ja, weil es, glaube ich, auch für ganz viele andere Menschen Sinn machen kann. Erlaubst du mir noch einen Satz, weil du ihn jetzt inspiriert hast in mir? Das Schwierige ist, so aufzubrechen. Und da gehört immer auch eine Unsicherheit und ein Zweifel dazu. Und auf der anderen Seite das Stärken des Vertrauens. Und das Wesentliche ist, dass wir diesen Zweifel verwandeln in ein Hinterfragen, in ein erkennendes Hinterfragen. Und nicht denken, ja, wenn ihr einen Zweifel habt, dann ist es nicht das Richtige, das höre ich dauernd, oder? Sondern der Zweifel, der taucht auf, wenn ich ein neues Projekt, und das ist genau das, was du sagst, dann aufzubrechen, auch mit dem Zweifel, ohne ihn zu nähren. Und wenn es natürlich dann durch einen Nachtraum gedeckt ist, dann ist es natürlich fantastisch. Vielen Dank, liebe Ute. Ich danke euch für die inspirierende Einladung. Vielen Dank, liebe Ute Karin. Die Einladung steht. Also jederzeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch erweitern und ergänzen können. Vorerst für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Der Ernst Merkinger, der Pilger, der gerade von Wien nach Marokko gepilgert ist, wird der nächste Gast sein. Bis bald. Danke und ich danke euch.